Mir hat die Aufführung exzeptionell gut gefallen, weil ich finde, es ist eine sehr, sehr gelungene Choreografie. Also mit ganz tollen, modernen, zeitgenössischen Elementen. It's absolutely beautiful. The music is incredible and the dancers have done a really great job. Die Ausdruckskraft, die Sinnlichkeit und dass man zum Maler eigentlich bis jetzt noch keinen Tanz gesehen hat, der irgendwie damit halten kann. Also was mir an diesem Stück besonders gefällt, ist, dass ich zum ersten Mal die Lieder von Alma Mahler Schindler, hier höre. Das Gesamtbild, also die Zusammenstellung aus Bühnenbild, die Gesamtchoreografie als Ganze, ich fand das sehr harmonisch. Ich fand es von Anfang bis Ende faszinierend und bewegend. Also man sieht so viele Filme und geht vielleicht hier und da ins Theater und man wird so viel beballert mit Informationen. Und hier war so viel Ruhe und Konzentration und Stärke und es gab so viele berührende Momente. Insofern kann ich das nur jedem raten, man darf keine Berührungsängste haben. Ballett ist für alle da. Heute von John Neumeyer, dieser Frau, die etwas ganz Besonderes gehabt haben muss, eine ganz besondere Ausstrahlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Diese tänzerische Umsetzung war genial. Dass die Musik atmete mit dem Tanz und das war die Erfüllung des Abends. Auch die einzelnen Tänzer waren fantastisch. Man wurde so richtig hineingezogen. Es war sehr, sehr romantisch, sehr erzählerisch, sehr verklärt, so wie eben die Musik von Mahler. I'm very fond of the music of Mahler, and I think that John is fulfilling every instrument of the score. I like to see his vocabulary used in this sense, and I think he's a genius and can really open the door to the secret of Mahler, and that's what I find so enormous fantastic. Ja, die Premiere ist wie eine neue Baby geboren, weil da wartet man so viel und dann in der Premiere, man hat schon so vielmals gemacht mit Proben alle, aber in der Premiere, das gibt immer dieses Gefühl, so mit Schmetterlingen auf dem Magen und die Zusammenarbeit ist der schönste Moment. Also jetzt ist nur das Resultat, aber was man die ganze Vorbereitung, das ist was sehr, sehr Besonderes. And I'm playing in ballet the role of Alma Mahler, which is the wife of Mahler. Now we did the creation, and the creation is finished. The next step is to bring it on stage, and you have a public. So yes, looking forward to go on with that. I think what the ballet did tonight is take the sort of mythological thing and bring it down to a more human level. That's a wonderful thing what dance can do, because it's just the human body speaking to another human, and that's one of my favorite things about my profession and my art. It's also important to go to a performance. You have to take yourself there. You can't see it on YouTube. You go, you sit down, and then the curtain opens, and behind the curtain there are other human beings only using their bodies. In a way that they've dedicated their whole life to doing, and that's a really wonderful gift to be given, to have a role which takes you, it gives you a life to live and to complete somehow.